So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von GTA 5. Heute wollen wir auf den Mount Chiliad, um einen Adler zu werten mit den Peyote-Pflanzen. Oder Kakteen. Ich müsste jetzt auf die andere Seite des Berges. Das ist leider nicht so kurz. Aber ich möchte mal den Tunnel benutzen, diesen kleinen dünnen Tunnel. Und dazu muss ich irgendwie hier nach oben. Also dort drüben hin. Jetzt habe ich mal einen Timer gefunden, wo ich einfach die Zeit stoppen kann. Ich werde jetzt mal so 27 Minuten aufnehmen. Vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es wird wahrscheinlich dann ein bisschen Geräusche geben, weil ich dann den Timer ausmachen muss. Sonst ist er ist nämlich zu laut. Also ich will das nicht so in der Aufnahme haben. Kannst du nicht schneller fahren? Okay, hier kannst du immerhin ein bisschen schneller fahren. Blöder SUV. SUV. Das ist doch dieses Ort, wo es diesen Buffalo gibt. Wo man dann speziell irgendwas machen muss. Mit diesem Raketenteil oder so. Also Antrieb oder so richtig schnell ist. Ja, aber das geht noch lange. Also. Vor allem bei mir geht es noch sehr lange, weil ich sehr gründlich spiele und halt alles 100% spiele und nicht unbedingt der Schnellste sein will beim Fertigspielen und so. Aber auch eben aufnehmen. Noch andere Dinge, Livestreamen noch nebenbei. Ja, das ist halt. Also ich werde mit GTA 5 sicherlich 3-4 Jahre beschäftigt sein. Und wenn es mir nicht mehr so spannend ist, dann werde ich halt modden, also Mods runterladen und mit Mods zu spielen. Und tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen, du Kleiner. Was war's? Tönte wie eine Maus oder so. Die sieht man sowieso nicht irgendwie. Oder so eins? Nö. Nicht so. Virtuell finde ich Tiere töten jetzt nicht so schlimm. Ich bin aber im Real Life extrem gegen Tierhass, Tiertötung, Tierplagen, alles Mögliche, was Gewalt gegen Tiere und natürlich auch Menschen Ding bin. Und deshalb mag ich auch Games so, weil man einfach ein Hase könnte es auch gewesen sein, weil man einfach so etwas machen kann, ohne gerade schlechtes Gewissen zu haben, ohne dass man angezeigt wird oder ohne dass man illegal etwas macht, oder? Man kann einfach sich mal ausüben, wo man halt einfach mal gerade Bock hat. Also wir sind hier jetzt an der linken der Westküste. Das bin ich nicht gesehen, du bist rein. Ist das nicht dieses Event hier? Das ist von einem Film. Catalina oder so irgendwas. Kann man irgendwo einen Koffer finden. Und mit dem Koffer in der Tasche, mit dem Geld in der Tasche, wird man dann angegriffen. Aber ich weiß nicht, wo und wie dieses Event. Also wahrscheinlich ist es momentan nicht aktiv, weil es recht dunkel ist. 5 Uhr morgens. Aber ja. Oder vielleicht später. Werden wir dann auch mal gründlich untersuchen.
Und da ist wieder mein Hirsch. Er wird nicht platt. Schade. Aber eben, das ist dann schon zu viel Wissen. Ja, ich auch in-game eigentlich die Tiere schützen will und nicht überfahren will. Aber, naja, wenn man sowieso eigentlich nicht auf das Achtgame muss und so, ist es mir eigentlich schnuppe, ob ich jetzt das Tier umbringe und drüber fahre oder ob ich es schütze. Aber eben nur online, nur in einem Game machen, virtuell machen. Liebe Leute, und hier ist die Seilbahn. Da sind wir recht schnell hier angekommen. Diese Reichweite. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier ein Mountainbike benutzen. Ich weiß jetzt nicht genau, muss man hier trampen wie bei San Andreas. Ja. Okay. Ich weiß nicht wie. Klingel ich noch ein bisschen. Nachschauen. Autos, Räder. Beschleunigen la. Ja, ich beschleunige. Fahrt man doch nicht schnell, wenn man nur W drückt. Ah, doch, noch einige Zeit. Okay. Immerhin. Aber ich will ja jetzt mit der Gondel fahren. Wenn es geht. Ich bin auch. Ich habe noch nie gesehen, wie man mit der Gondel fährt, aber wenn es doch eine Gondel gibt, kann man doch auch fahren. Sie wird gleich kommen. Ja, es ist gerade nach oben gekommen. Gibt es zwei? Ach komm schon, muss ich jetzt extra warten? So lange. Es ist gleich ab. Ich hätte nicht das Wort benutzen sollen. Vielleicht hätte ich es dann nicht verpasst. Ah, da kommt eins, oder? Ja, das ist eine. Das ist kein Schatten, das ist eine zweite Bahn. Ja, sollte eigentlich immer eine zweite Bahn geben, also bei uns in der Schweiz ist es immer so, dass immer eine Gegenbahn, also auf der zweiten Seite, also zwei Seiten hat. Aber da will ich nicht runterfallen. Ich möchte nach oben. Ich möchte nach oben. Ich möchte nach oben. Da kann ich kurz noch schauen. Spiel. Wie kann ich schnell speichern? Kann ich das auf dem Handy dann? Ich dachte, man konnte irgendwie schnell speichern. Muss ich jetzt außen sein oder hier? Es ist egal. Ich denke, es ist egal, ja. Gut. Dann gehen wir nach oben. Wir sind die Bergsteiger. Wir steigen nach oben, aber mit dem mit der Seilbahn auch nicht laufen. Weil wir chillige Bergsteiger sind. Und wie lange geht's? Geh nach oben, bitte. Geh nach oben. Ja, geh nach oben. Hopp, hopp. Ich will nach oben. Das gab's jetzt eigentlich in Spielen auch fast noch nie, so mit Seilbahnen nach oben zu gelangen oder so. Das finde ich recht cool eigentlich. Neu, vor allem. Komm. Ja, ich möchte nach oben. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine Aufnahme zu erledigen. Trollalalala. Habe ich heute viele GTA-Videos aufgenommen. Hochgeladen habe ich jetzt eigentlich erst eins plus die zwei Livestream. Ich muss nachholen. Ich muss alles nachholen und hochladen. Mehr öfters hochladen. Notiz an mich. Geht er jetzt nicht nach oben oder was ist los? Oder muss ich bezahlen? Palace Springs Aerial
Tramway. Okay, Tramway. Tram ist ja eigentlich die Straßenbahn. Wenn du ankommst, geht meins los. Es geht dann plötzlich das los. Ich will doch... Eigentlich will ich ja jetzt nach oben, hallo. Ich will, oben sitzen. Auf dem Ding. Es gibt so eine Beschäftigung, das... Also wie bei den Bahnen, manche Leute auf den Zügen, auf den Bahnen sitzen, liegen oder stehen. Gibt es manche auch, die auf den Gondeln hoch oben sitzen. Keine Ahnung. Ja, toll! Okay. Ich will aber... Ah, jetzt. Jetzt hat es eine Anzeige. Wow. Es hat eine Anzeige, ne? Und ich habe es nicht gemerkt. Ja, da muss man zuerst merken, Drago. Ich wollte bezahlen unten oder so irgendwas, aber ich dachte nochmal, dass man in die Bahn, also in die Gondel reinsteigt und dann bezahlt. Das macht man sonst nie. Bei uns gibt es übrigens keine einzige Gondel oder Seilbahn, außer die Wasserfallen auf den Paswang. Die hat eine kleine Gondel, aber sonst ist hier in Basel und der Nähe wirklich gar nichts, weil auch die Berge eher so plateauartig sind. Halt Tafelberge kann man sie nicht nennen, einfach oben flach sind. Und da keine Gondel gebracht, weil man das easy eigentlich diese 200 Meter oder so nach oben bergsteigen kann. Sonst eben eher südlich von in der Schweiz. Südlicher fängt es dann im Emmental an. Oder Luzern. Mit dem Pilatus. Ja. Und bin ich bald rum. Schade, dass es nicht so modern ist, aber es muss es jetzt auch gar nicht. Okay, die andere Gondel. Oder ist das meine Gondel, denke ich schon. Ich bin aber gar nicht. Ah doch, ich bin drin. Ja, ich sehe mich. Ich sehe mich. Ich sehe Franklin. Die Flugzeuge fliegen relativ tief, weil sie natürlich nicht so in die, die Strecke nicht haben, um nach oben zu steigen. Aber es ist noch cool, dass man die Flugzeuge eigentlich recht gut sieht. So, so einfach ist man oben. Geht zwar ein bisschen einige Zeit, aber, hä? Da unten ist ein Zeichen. Okay. Was bedeutet das? Ist es auch von diesem Epsilon-Programm? So, sehr schön. Hier sind oben. Und jetzt zu den Peyot. Da muss bei einer roten Flagge, oder wie man das sagt, Bändchen, da vorne ist das rote Bändchen. Ach, übrigens hier, kurz bevor ich dann lange Zeit nicht mehr nach oben komme. Okay, ist das eine Mission hier? Vor allem ist hier hinten steht: Komm zurück, wenn du die Hauptstory beendet hast. Ist das ein Rennen? Nö. Okay, das bedeutet, dass dann irgendwas passiert. Ich weiß es, was es passiert natürlich, aber ich will es euch nicht spoilern. Wenn ihr es nicht wisst. Wenn ihr es wisst, dann ist es klar. Dann kann ich euch nicht spellen, aber ich will einfach nicht den Spell rausgeben. Vor allem ist es richtig cool. Da ist der Windpark wieder. So, in was verwandle ich mich?
Ein Huhn fliegt aber nicht gut. A chicken. Franklin is a damn chicken. Ja, du bist ein verfluchtes Huhn. Not a chicken. No, bitch, you a chicken. Nee, du bist ein Huhn. Scheiße, nicht lustig. Wieso bekomme ich eigentlich immer negative Wandlungen? Also negative, wo er sich halt ein bisschen aufregt. Und du bist kein Sohn mehr. Du bist jetzt eine Tochter. Ja, genau. Danger. Bells and Danger, okay. Kann man hier unten drunter? Na, wahrscheinlich nicht. Ne, geht genau nicht. Ich bin zu fett. Okay. Ich wollte was Spannenderes. Aber deshalb... Oh, man kann sogar rennen, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil sie so stolz herumgackert. Ja, aber ich will runter. Ich will einfach runterfallen. Ja, aber du musst schon fliegen. Ja, du kannst natürlich senkrecht runtergehen. Hallo, bitte. Gut. Ach Gott. Kann man die jetzt unendlich benutzen? Ich will die unendlich benutzen können. Muss ich dazu führen? Ja, genau. Mach dir das. Henne. Ich kann im Regisseur-Modus jetzt eine Henne. Also. Ja, sie ist weg. Man kann sie wirklich nicht mehr... Hey, was ist das für eine Frechheit? Ich will die unbegrenzt benutzen können. Frechheit. Da muss ich gleich mal abkacken. Genau so. Oh, das ist fett. Das war fett. Da bin ich aber mächtig verletzt. Aber nichts gebrochen, weißt du? Du landest und hast nämlich nichts gebrochen. Und jetzt? Aha, laden. Laden, laden. Okay, noch 10 Minuten. Da ich ja sowieso nicht... Habe ich die Waffen noch? Ja. Das ist auch besser gemacht, dass man die Waffen behält. Oh, dann dämlich. Dankeschön für den Monster-Truck. Es war nicht ein kompletten Monster-Truck. Aber immerhin. Ah, jetzt bin ich in der Nordstadt. Wie heißt die Stadt? Paletto Bay. Okay. Mhm. Das Hühnerhaus oder was? Das Hennenhaus. Ja, weil ich das Schild kaputt gemacht habe, oder was? Oder weil er die Polizei angerufen hat. Ich möchte ab kurz schauen. Ich muss nach Norden. Ich will noch eins unter Wasser testen, ob ich es finde. Keine Ahnung. Aber einfach will ich da noch eins finden. Sonst muss ich kurz nachschauen. Muss ich die Aufnahme kurz beenden wohl. Weil ich irgendwie nicht den Bildschirm Aufnehmen-Mode habe. Sonst hätte ich es euch gerne gezeigt. Ich will aber oben bleiben, ich will oben bleiben. Ja. Hier. Was ist die hier auf dem Berg oder so? Man sieht so wenig. Nein, das ist die hier unter Wasser. Also es gibt mehrere. Zwei oder drei oder so. Wo unter Wasser sind. Damit man auch Fisch hinmetten kann, oder? Das ist doch richtig. Okay, Stern habe ich auch nicht mehr. Das ist gut, das ist sehr gut. Kann man jetzt irgendwie...
kann man jetzt bitte irgendwie unter Wasser sehen oder muss ich da einfach mehr raus? Ah, jetzt. Komm schon. Ah, mit Rechtsklick, okay. Ist auch anders geworden. Wo wäre die? Kannst du nicht schneller tauchen und länger unter Wasser bleiben? Noch nicht. An der Rochen? Also ich muss wahrscheinlich auch nachschauen. Ich dachte, sie wäre hier bei der Spitze, aber wo genau? Weiß ich nicht, ich gehe jetzt mal hier irgendwo. Du musst tauchen. Nicht schlagen. Ah, das ist wahrscheinlich wegen der Strömung, dass ich so langsam bin. Oder gibt es eine bestimmte Taste? Also jetzt bin ich mal um. Bis gleich, schau mal nach. So, also es ist hier drüben, die ist nämlich hier auf dem Land. Aber eigentlich könnte ich die auch da noch kurz nehmen. Ich werde jetzt die noch kurz nehmen, da muss ich leider die Aufnahme mal ein bisschen beenden. Und im nächsten Part werden wir die andere suchen, weil die geht ein bisschen länger zu suchen. Aber ich weiß ganz genau, wo es ja ist, also wie es dort aussieht. Ich muss nur das finden, was auf dem Bild abgezeichnet ist. Und ja. Also scheinbar hier oben. Okay, ist ein Fahrrad. Kann man hier hoch? Nö. Sieht cool aus. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Sehr schade. Von der Seite konnte, von vorne konnte man ja auch nicht, oder? Ich muss wieder umstellen. Sonst wird es mir noch schwindelig. Ja, hier weiß ich leider nicht ganz genau, wo es ist, aber es muss schon hier sein. Naja, dann nehmen wir das andere. Ich mache die Aufnahme sowieso ein bisschen länger. Wir müssen halt auf dem Land dort noch in diese Richtung. Weil im Wasser man nicht so schnell ist. Oder man könnte mit einem Schiff, aber ein Schiff ist gerade hier nicht. Kein Boot, nix. Ist leider noch nicht zu sehen. Es ist so verschwommen. Also eben dieses machen wir dann im nächsten Part und dafür machen wir die andere da vorne. Ich brauche ein Boot. Ein rotes Gummiboot. Also, okay, irgendwo ist eine Aus. Ja, das muss. Oder diese hier. Ich gehe mal hier rein. Vor allem unter Wasser sehe ich ja dann, ob wir richtig sind. Oder ob wir falsch sind. Pazifik, okay. Gibt es keine Markierung, wo anzeigt, wann unter Wasser es ist? Wie kann man jetzt wieder tauchen? Ich drücke ja rechts. Okay, du willst gar nicht tauchen.
Einstellungen, Tastatur, Bewegung, Kampf. Vielleicht hier Kampf, Boote. Wie kann man tauchen? Noch hinten sehen. Ich habe ja getaucht und muss ich hier noch? Hallo? Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Okay, ich bin ein bisschen überfordert. Ah, jetzt. Also hier ist... Was war das eigentlich? Ich will nach oben. Komm. Und nicht zum Hai. Ich will nach oben. Ich will nicht runter. Ich will nach oben. Dann geh doch. Ja? Du musst nach oben. Ah, komm schon. Du bist ja vorher... Ja, toll. Es ist wirklich... Ah... Was ist denn mit der Steuerung los? Vorher ist alles ganz gut gegangen. Da habe ich ja schön getaucht und bin auch wieder nach oben gekommen. Aber jetzt plötzlich geht nichts. Ja? Oh, da ist eine Schramme. Du Arme. Okay, mein Monstertruck ist wieder hier. Oder ihr Monstertruck. Und ich bin halt das Arschloch und... Genau. So. Also fahren wir mal der Ding entlang, damit ich sehen kann, wo genau die Ausbuchtung ist, die... Wieso haben sie nicht die GTA San Andreas Steuerung gemacht? Das ist die Ausbuchtung. Also das ist... Ja. Wo ist es am weitesten außen? Ein bisschen drüben. Ich könnte so ein Ding gebrauchen. Aber die gibt es natürlich nirgends. So. Aber jetzt nicht mehr runtertauchen und da nicht mehr hoch wollen. Also, Leertaste ist nach oben, also runtergehen. Und wie kommen wir jetzt nach oben? Ich will nach oben, nicht nach unten. So, jetzt. Okay, es ist spiegelverkehrt. Also, man muss nach unten drücken, aber hab ich ja. Bin trotzdem nicht nach oben gekommen. Keine Ahnung. Was ist das? Ein Delfin? Wie wär's mal mit... Hallo? Du musst nach oben. Komm doch schon. Du musst... Ja, du musst... Spackt. Er geht einfach nicht da rum. Ja, du musst nach oben. So, jetzt. Okay, muss ich Umschalt gedrückt halten. Was ist denn das für eine schlechte Steuerung? Ach, Rockstar Game, ihr habt doch immer so schöne Steuerung gehabt auf den alten Konsolen. Und jetzt habt ihr so eine scheiß Steuerung. Okay, auf dem PC hat es eigentlich nie gute Steuerung. Ist das? Das ist es doch nicht. Ah, da drüben.
Okay, ich muss nach oben. Puh, also das Video geht ein bisschen länger. Wo ist jetzt dieses Kakteenteil? Beim Stein, das muss der Stein sein. Ganz ruhig. Du schaffst das. Du bist bald ein Fisch. Aber ein cooler Fisch, bitte. Aber wo? Och, bitte. Wieso kommen eigentlich keine Haie? Hab ich Glück, oder? Sind die selten? Das muss man doch eigentlich auch sehen können. Ah, da, Norka. Cool. Ich will Norka werden. Das Bild ist auch sehr gut gemacht, dass man alles deutlich sieht, wo es ist. Ach Männer, wieso gibt es eigentlich keine gute Karte? Also ein hellgrüner Punkt mit... Komm, nein. Also ich werde nochmal gucken. Bis gleich.